Das Aufstehen im Winter ist immer schrecklich. Unter der Decke ist es so kuschelig warm und hinter den Vorhängen schläft die Sonne noch. Was ist denn doch unfair zu erwarten, dass die Menschen aufstehen sollen? Können wir nicht warten, bis wir das wirklich wollen? Und dann, wenn man es schafft, aus dem Haus zu gehen, dann fällt der Regen so schön ins Gesicht und die Brille bringt nichts mehr, man kann eh nicht sehen und die Finger sind kalt und die Nase läuft und die Füße sind schon nass. Echt, Wintertage sind nur krass. Aber davor ist doch Weihnachten da, oder? Es bringt etwas Besonderes zu diesen frostigen Tagen. Es duftet nach Mandarinen und Nüssen und Liebe. Und man riecht es bei den Märkten, man riecht es in den Läden. Dieser Duft wärmt auf und entspannt das Leben. Ja, es ist nicht nur schlimm im Winter. Da gibt's auch noch Apfelstrudel. Der schmeckt einfach köstlich mit Zimt. Wenn Winter so kalt und dunkel ist, solches Essen ist wie essbares Licht, bricht durch die Kälte und tröstet mich. Und ja, so ist es auch mit den Lieden, die man singt. Sie bringen uns zusammen, damit wir nicht vergessen, dass wir alle doch gemeinsam diesen Winterweg gehen. Wenn wir es uns wünschen, dann können wir doch gemeinsam stehen und den dunklen Straßen mit unseren Stimmen leuchten. Wir sind nicht unbedingt ein großes Feuer, aber so ein schöner Schimmer. Das ist zwar alles schön, aber dauert ja nicht für immer, wenn ich ganz ehrlich bin. Im Winter manchmal verliere ich trotzdem den Sinn. Man hat ja nicht immer Zeit für einen tollen Weihnachtsmarkt und manchmal ist die Nase so verschnupft, dass man nicht mehr riechen kann und sogar ab und zu verliert man die Freude auf den Weihnachtsmann. Und dann, bitteschön, was sollte man tun? Man schafft es morgens aus dem Haus und ist müde und nass. Aber da gibt's noch was. Da oben in der Wohnung gegenüber leuchtet ein Stern. Einer von diesen tollen deutschen Pappsternen. Er winkt und er blinkt durch den Morgenhimmel. Er ist still, er ist treu, er hat etwas, was ich will. Neulich habe ich Google gefragt, was Weihnachten wirklich heißt. Google meinte, dass Weih heilig heißt. Also Weihnachten soll anscheinend eine heilige Zeit sein und ich glaube, das ist, was der Stern gemeint hat. Weihnachten ist nicht nur riechen und essen und singen und tun, sondern auch eine Zeit, wenn man einfach sein kann. Zwischen Lametta, Lebkuchen und dem Weihnachtsmann, dass man zur Ruhe kommen kann. Und warum heilig? Naja, Jugel musste mir ja nichts erzählen. Ich bin auch eine, die glaubt, dass Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde kam. Und wenn das nicht heilig ist, dann weiß ich nicht, was ist. So viele Leute finden es immer noch zu krass, eine Idee zu denken, dass Gott selbst zu uns als Mensch auf diese Erde kam. Warum würde der Gott sich so begrenzen und Lust auf unsere winzigen Menschen haben? Naja, gute Frage, und ich finde die Antwort ziemlich verrückt. Er hat uns geschaffen und sieht uns auch schön und so gut, aber das hat ihm nicht gereicht, er wollte uns kennen. Und wir waren zu beschäftigt mit Riechen und Essen und Singen und Tun, und er dachte sich, na gut, was nun? Sie haben nicht so supi zugehört, aber ich habe sie so doll lieb, ich bin zu tief berührt. Ich gehe hin, wo sie mich sehen werden, wo sie mit mir riechen und essen und singen können werden, und ich werde eine Zeit mit denen auf unserer Erde leben. Und das hat er doch so wirklich getan. Gott kam zu uns als ein Mann und ganz ehrlich, Santa Claus ist nichts im Vergleich. Geht er auf Wasser oder heilt er deine Krankheit? Deswegen denn heilig. Weihnachten ist eine heilige Zeit und ich bin froh, dass auch wenn es scheint nur dunkel und kalt zu sein, dass ich in dieser heiligen Zeit die Liebe meinem Gott mit mir rumtragen kann. Und wenn ich rieche und esse und singe und tue, wünsche ich mir sehr, dass ich nicht nur das im Kopf habe, sondern innerlich auch diese heilige Ruhe. Gott liebt uns so sehr, dass er kam auf diese Welt, damit wir ihn kennen. Und diese Liebe für mich ist wie tausende Kerzen, die gleichzeitig brennen. Und sie bringe ich mit, wenn wir Weihnachten feiern. Und ich schenke dir eine seiner Kerzen mit seiner Nachricht dazu. Ich hab dich schon lieb, egal was du tust. Wenn du Zeit für mich hast, ich schenke dir mein Ruh. Ich hab dich schon lieb, egal was du tust.